So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Man sieht mich mal wieder ein bisschen schlecht wegen der Lichtverhältnisse. Naja, ist halt so, ist halt der Wald, ne? Oder soll ich? Ach, ich komme, ich stelle es mal anders hin hier, Stativ. Dann haben wir da den Blick nach da hinne und dann sieht man mich auch besser und dann muss ich aber den Fuß länger machen. So, dann halt so rum. Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ist gar nicht so einfach rauszufinden, wo man die Kamera am besten hinstellt. Wir hatten ja mal angefangen, über Zukunftsbäume zu sprechen. Ich hätte hier noch was, was im Gespräch ist. Und zwar hocke ich hier in einem Wald, der ist super vielfältig, wie man sofort auf den ersten Blick selbstverständlich gleich feststellt, insbesondere jetzt hier im Winterzustand. Super einfach. Aber ja, gut, der findige Förster, der guckt auch mal auf den Boden. Und wenn man auf den Boden guckt, dann findet man hier Eiche. Ja? Die kennen die meisten, denke ich. Gut zu erkennen. Es ist übrigens die Stieleiche, weil sie vermutlich die Stieleiche ist. Am Blatt jetzt allein schwer zu sagen, weil sie doch so ein ganz leichtes Öhrchen hat. Hier hinten am Blattgrund, ganz leicht. Aber ich würde sie definitiv eher als Stieleiche als Traubeneiche ansprechen. Vielleicht finde ich noch irgendwo ein Exemplar. Normale Eiche ist relativ selten. Liegt hier jetzt um mich rum gar nicht so viel. Nö, ich finde gerade kein weiteres. Ja, aber dann haben wir, was haben wir denn noch? Wir haben hier Roteiche haben wir. Ja, kein sehr schönes Exemplar, aber doch zu erkennen. Ein Eichenblatt, spitz zulaufende Lappen statt runde Lappen. Ganz klar Roteiche, also Eiche und Roteiche ist da. Dann haben wir, oh, hier ist noch ein schönes Eichenblatt. Guckt mal hier. Da ist es noch ein schönes heimische Eiche. Und da würde ich definitiv sagen, aufgrund der leichten Lappöhrchenbildung am Blattgrund, dass es sich um die Stieleiche handelt. Die würde ich standortlich hier an den Hang, wie man sieht, ist es ein Hang, ne? Auch ganz gut hinpassen. Von daher wahrscheinlich die Stieleiche, ja. Roteiche haben wir schon gesagt. Ah, hier noch ein schöneres Exemplar. Roteiche liegt hier also rum. Und dann haben wir hier noch einen etwas zerfledderten, aber ganz eindeutig ein Ahorn. Ne? Mit großer Wahrscheinlichkeit ein Bergahorn. Ja. Mit, sagen wir mal, 99,8% Wahrscheinlichkeit, dass man hier keinen Spitzahorn untergejubelt hat. So, das ist alles schön und man findet auch noch einzelne Blätterchen von Buche und ich meine da drüben auch noch eine Hainbuche gesehen zu haben. Also Biodiversität wird hier definitiv groß geschrieben. Kurz mal zur Ergänzung. Macht das denn Sinn, 7000 verschiedene Baumarten in einen und denselben Wald zu stellen? Ist das toll? Heller! grundsätzlich ist das natürlich super, weil man da, hinsichtlich der Ausfallsicherheit, ne, so ein Bestand, angenommen es kommt eine Ahornkrankheit und rafft den Ahorn dahin, dann steht hier noch alles andere. Angenommen es kommt eine Eichenkrankheit und rafft meinetwegen die heimische Eiche dahin, dann steht hier noch alles andere. Oder die Roteiche erweist sich als Griff ins Klo und wird dahin gerafft und dann steht noch alles andere da. Und immer so weiter. Das Problem allerdings besteht eigentlich nicht so sehr in der Ausfallsicherheit, sondern erstens darin, dass man schon sehr genau wissen muss, welche Baumarten man miteinander kombiniert. Man kann nämlich nicht einfach alles, wie man lustig ist, zusammenboxen und zusammenbauen, dass man irgendwie die Vogelkirsche in die Buche stellt und unten drunter noch ein bisschen Bergahorn oder irgendwie so, das geht alles nicht, weil die Bäume ja unterschiedliche Lichtansprüche haben und dementsprechend unterschiedlich gut geeignet sind, um mit anderen Baumarten zusammen vergesellschaftet zu werden, ja. Also auf einen denselben Standort zu wachsen. Man kann zum Beispiel jetzt auch noch eine Douglasie mitten reinstellen, das würde nicht funktionieren. Die wäre einfach viel konkurrenzkräftiger als der Rest und würde dem Rest davon wachsen und dann wäre sie oben und würde entsprechend Schatten produzieren, womit dann zum Beispiel dieser hier nicht mehr ganz zurechtkommt. Zu dem kommen wir gleich, aber ihr wisst, es steht im Videotitel.
Ja, das ist also alles gar nicht so einfach. Und Eiche und Roteiche zusammen anpflanzen, ist auch irgendwie so ein bisschen ungewöhnlich, sage ich jetzt mal. Ich sage nicht, dass es nicht geht. Das sage ich nicht, aber es ist ungewöhnlich. Wir haben jetzt, wenn wir uns hier ein bisschen umgucken, durchaus einen wirklich schönen Bestand. Schöne, ist noch nicht besonders alt, aber doch schöne gerade Stämme. Steht auch gut Holz da, ist ja jetzt gerade frisch durchforstet, wie man sieht. Hier liegt so einiges rum, deswegen habe ich auch eine schöne Sitzgelegenheit. Herzlichen Dank. Und ja, Tanne unten drunter, ein bisschen, ist auch noch da. Das ist so eine Besonderheit der Wälder hier in der Region. Ich will jetzt gar nicht verraten, wo ich exakt bin, aber wir haben fast überall immer noch ein bisschen Tanne unten drunter. Wir haben Ilex aquifolium. Wir drehen mal noch ein bisschen. Moment. Ich muss die Drehschraube festschrauben. In die Richtung, seht ihr da hinten? Das ist Ilex. Dann haben wir da noch mehr Ilex. Da vorne haben wir dann auch Waldstraße. Weiter oben haben wir dann noch ein paar Tannen. Also das Nadelholz ist auch vorhanden. Und wie gesagt, die Durchforstung auch tipptopp gelaufen, wunderbar, Hang aufwärts gerückt, Rückenschäden überhaupt nicht erkennbar, nur gar keine. Das ist mal wieder der Profi hier am Berg gewesen, ich weiß auch genau wer. Und ja, natürlich optimal, ja, besser kann es eigentlich fast nicht laufen. So, nachdem ich mich jetzt wieder eingeschleimt habe, zurück zum Thema. Man kann nicht beliebig alle Bäume durcheinander pflanzen, eben aufgrund dieser wirklich völlig unterschiedlichen Ansprüche ans Licht. Und mit den Ansprüchen ans Licht und den unterschiedlichen Wuchsgeschwindigkeiten machen die einen Bäume dann die anderen Bäume fertig. Am besten zusammenpflanzen lässt sich Zeug, was ungefähr gleich schnell wächst. So, und das ist hier der springende Punkt. Wenn wir hier nämlich einen Bergauhorn haben, der ist ein Hauch schneller vielleicht, zumindest in der Jugend, als der andere Kram. Und den hier, der auch ein Hauch schneller ist als der andere Kram, zumindest in der Jugend, eigentlich nur in der Jugend. Und die Roteiche, die ungefähr auch tempotechnisch auf dem Niveau ist. Und noch ein Hauch von heimischer Eiche, die ist wahrscheinlich einfach noch übrig von irgendwann früher und war jetzt gar nicht geplant, hier mit in den herrschenden Bestand aufgenommen zu werden. Dann haben wir aber drei, sage ich mal, mindestens mitherrschende Baumarten, die ungefähr gleich schnell wachsen und alles Halbschattbaumarten sind ungefähr. Das bedeutet, die haben ähnliche Wachstumsgeschwindigkeit und ähnliche Lichtbedürfnisse und deswegen passen die zusammen. Aber eine Birke würde hier zum Beispiel nicht mehr reinpassen, die braucht viel zu viel Licht. Eine Kirsche würde hier nicht mehr reinpassen, die braucht viel zu viel Licht. Oder irgendein Klimaxbaum wie viel Buche, also mal eine einzelne, ist nicht schlimm, aber wenn man jetzt hier noch wirklich aktiv Buche reinsetzen würde, die würde alles andere früher oder später niedermachen, weil sie viel zu viel Schatten wirft und so wenig Licht braucht, dass sie unter dem Zeug hier noch wunderbar nach oben denen in die Krone reinwachsen und sie dann kaputt machen könnte. Außerdem die Wurzelkonkurrenz bei der Buche ist ja auch sehr, sehr ausgeprägt. Also, das ist vielleicht was, was man generell, und das werde ich auch oft gefragt, für den Wald mitnehmen muss und sollte. Wenn man einen Wald haben möchte, der möglichst vielfältig ist, gerade auch Waldbesitzer müssten das gerne mal hin und wieder mal wissen, und einfach quasi einen möglichst naturfreundlichen, artenreichen, standortstabilen Biowald haben will. Ne? Das ist gerade interessant für Leute, die so ein Mini-Waldstück haben, mit dem man wirklich nicht wirklich Geld verdienen kann, frühestens in 40, 50 Jahren da was umschneiden könnte, um dann mal ein paar Euro zu verdienen und dann doch lieber sagen, wir machen da einen kleinen Biowald in Anführungszeichen draus. Weiß jetzt auch nicht, wie man das nennen möchte. Das gibt's oft. Ja, das höre ich häufig. Dann beachtet bitte das. Ja, ihr könnt nicht wahllos zusammenpflanzen, was ihr lustig seid. Das wäre zwar cool, naja, und ganz ehrlich, es geht bis zum gewissen Grad dann schon, wenn man dann gewillt ist, aus einem Wald einen Garten zu machen, beziehungsweise einen Park, und dann wirklich jährlich reinzukommen und hier und da mal einen Ast abzusägen, in die Bäume hochzuklettern und Kronenformen anzupassen und hier und da das ein oder andere mal rauszunehmen und hier und da nochmal extra nachzudüngen und so weiter. Das hat dann aber nichts mehr mit einem richtigen Wald zu tun, sondern das ist dann tatsächlich ein Park oder ein Garten oder sonst was. Nicht, dass das was Schlechtes ist, das sage ich ja gar nicht, aber das muss man einfach wissen. Ne? So, und nachdem wir jetzt lange um den heißen Brei herumgeredet haben, können wir jetzt zu dieser speziellen Baumart hier kommen. Mit diesem, wie ich finde, sehr formschönen Blatt. Das hier ist so ein mustergültiges Exemplar. Hier gibt es auch durchaus in noch größer.
Das hier zum Beispiel, ne? Aber das ist nicht ganz so charakteristisch. Besonders charakteristisch ist dieses hier und ich bin total froh, dass ich diesen Waldbestand wiedergefunden habe. Ich war hier ewig nicht und war mir auch nicht mehr sicher, wo der genau liegt und musste jetzt auch ein Weilchen suchen, aber bin jetzt doch am Wegesrand zufällig über ein Liriodendronblatt gestolpert, also nicht wirklich gestolpert, aber drüber gelaufen. Und deswegen habe ich ihn tatsächlich gefunden. Also das ist was ganz Besonderes. Ein Tulpenbaum, Roteichen, Bergahorn, Mischbestand mit vereinzelt reliktisch noch Eiche drin und logischerweise noch sonstigem Laubholz und in der Unterschicht ein bisschen Tanne und sogar noch Ilex aquifolium drinstehend. Das musst du mit der Lupe suchen, ja, in der Bundesrepublik. Und selbstverständlich ist sowas unglaublich wertvoll, auch für die Forstwissenschaft, weil das hat keiner. Ergo, wenn das nirgendwo gibt, dann ist das, was es gibt, logischerweise unglaublich interessant auch für forstliche Versuchsflächen und um hier mal ein paar interessante Daten zu erheben. Liriodendron tulpifera, der Tulpenbaum, eine wahnsinnig dekorative Art, insbesondere wenn sie blüht, gehört zu den Magnoliengewächsen. Magnolie, schon mal gehört, dass das Ding mit den krassen Blüten. Und so hat auch der Tulpenbaum, der Liriodendron, wunderschöne, sehr dekorative Blüten, wenn er dann blüht. Das tut er erst ab einem gewissen Alter bzw. ab einer gewissen Größe, wenn man ihn solitär irgendwo hinstellt. Bei mir im Garten steht einer, der hat schon relativ früh geblüht. Muss man allerdings dazu sagen, dass der eben auch beste Wachstumsbedingungen hat und immer gigantischer wird. Langsam wirklich beachtliche Ausmaße und die Nachbarn fragen sich schon, was ist, wenn der mal umfällt. Der fällt nicht um, liebe Nachbarn. Der steht da so sicher bis zum geht nicht mehr. Ja? Da müsste schon ein noch nie dagewesener 250, 260, 70 km/h Sturm kommen und versuchen, das Ding umzupusten im Winter, was schwierig ist, weil kein Laub dran. Ne? Und deswegen, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja? Also das Risiko, das gehe ich ein, dass der uns nicht aufs Dach fällt oder jemand anders. Aber das Ding hat, fangen wir mal unten an, spaßeshalber, eine Herz- bis Pfahlwurzel, je nach Tiefgründigkeit des Bodens. Dieser Boden hier ist eigentlich ziemlich gut, da gibt es nichts auszusetzen. Das heißt, die werden wahrscheinlich hier eine Pfahlwurzel, die dann später zur Herzwurzel ausgebaut wird, entwickeln. Das bedeutet für diejenigen, die Pfahlwurzel jetzt noch nicht kennen, das sind wahrscheinlich nicht viele, aber ich sag's trotzdem nochmal, Pfahlwurzel ist ein Dorn nach unten, der sich mit aller Gewalt nach unten fortbewegt und verkeilt, so tief wie geht. Das ist per se erstmal super. Von dieser Pfahlwurzel gehen dann noch diverse Seitenwurzeln aus, um das Ganze noch zusätzlich zu verankern und selbstverständlich noch mehr Nährstoffe im Boden entsprechend erschließen zu können. Eine Pfahlwurzel ist also sehr gut. Eine Herzwurzel, die ist mindestens genauso gut, vielleicht eventuell sogar noch ein bisschen besser. Da kann man sich streiten, ob das wirklich noch einen Unterschied macht. Aber Herzwurzel würde bedeuten, wir kriegen eine solche Verwurzelung. Ja? Ein solches Wurzelpaket ungefähr. Ja, die Wölbung des Herz müsst ihr euch dazu denken, weil die Wurzeln gehen nicht nach oben. Aber grob, es wäre meiner Meinung nach ist das eher eine Kartoffel- oder eine Rübenwurzel, aber es heißt halt Herzwurzel. Und eines dieser beiden Wurzelsysteme, eher so ein Hybrid aus beiden eben, bildet gerne der Tulpenbaum aus. Das heißt, Frage ist ja Zukunftsbaumart, ja oder nein in dieser Reihe. Hinsichtlich der Bewurzelung, definitiv, ja. Das ist auf jeden Fall gut, das macht ihn sehr sturmstabil, gerade auch, wie gesagt, der in meinem Garten. Ich habe keinerlei Zweifel daran, dass der von nichts und niemandem umgeschmissen wird, zumindest nicht im Winter. So. Machen wir weiter. Stamm bzw. Holz. Ist das gut? Ja, das ist ganz hervorragend. Es ist relativ einfach zu bearbeiten, eher weich, trotzdem stabil. Ich sag jetzt mal eher weich. In der Literatur steht, es sei weich. Das kann ich nicht bestätigen, also die Literatur, die ich zu dem Ding gefunden habe. Das Problem ist, dass es dazu gar nicht so viel deutschsprachige Literatur gibt. Ich habe jetzt auch nicht im Englischen allzu viel nachgelesen, muss ich gestehen. Deswegen müssen wir uns jetzt mal mit ein bisschen oberflächlichen Infos leider begnügen. Es gibt auch wenig Material zu deutschen Anbauten, aber naja, es gibt ihn hier und manche Leute sagen jetzt, gut, wenn es ihn gibt, dann lass uns doch damit das Portfolio erweitern und dann sind wir ganz schnell wieder bei der Frage mit dem Zukunftsbaum. Zurück zum Holz. Weich, relativ weich. Wer da mal versucht hat, mit dem Zeug zu schnitzen, wird feststellen, naja,
weich ist anders. Fichte ist weich. Hasel ist auch noch mal einen Ticken weicher. Und Hasel gilt ja eigentlich schon als relativ zäh und durchaus eher fest. Und da würde ich die Rhododendron noch mal einen Ticken fester einordnen. Also wirklich weich. Na gut, es ist keine Buche, es ist auch keine Eiche. Aber da tue ich mich schwer. Da tue ich mich wirklich schwer, auch wenn das so in der Literatur drin steht. Dafür habe ich schon zu viel damit geschnitzt. Jedenfalls, recht leicht ist es von der Rohdichte her. Also es wäre einfach abzutransportieren. Das spielt also wirtschaftlich durchaus eine Rolle. Gleichzeitig eben mit guten Festigkeitseigenschaften ist somit das primäre Nutzholz der amerikanischen Ostküste. Also die böse Seite von Amerika. Wenn die Westküste die gute Seite ist, dann muss die Ostküste ja logischerweise die böse Seite sein. Er ist natürlich auch an das entsprechende Klima angepasst. Und was haben sie da im Winter? Blizzard haben sie da im Winter. Und was macht der? Kalt macht der. Damit ist der Tulpenbaum sehr frosthart. Aber ich war ja noch beim Holz. Das Holz ist eben durch seine guten mechanischen Eigenschaften wunderbar zu verarbeiten. Lässt sich prima auch schrauben, nageln, irgendwie sowas. Insbesondere das Kernholz. Sehr dauerhaft, sehr stabil. Ein tolles Holz. Ja, schlicht und ergreifend ein super Konstruktions- und Bauholz. Da gibt es gar nichts dran auszusetzen. Viele Amerikaner haben da eben auch entsprechend ihre Häuslein draus gebaut. Es ist auch wirtschaftlich, gerade auch von der Fläche, in der es angebaut wird, beziehungsweise vorkommt, natürlich vorkommt wohlgemerkt, sicherlich eine der wirtschaftlich relevantesten Bäume. So ein bisschen einzuordnen wie die Buche bei uns, ist der Tulpenbaum im östlichen Amerika. Ne? Ja, das also kurz zum Holz, dann machen wir weiter mit mal den Blättern. Die sehen eben so aus, das ist sehr einfach zu bestimmen, weil sie keine Spitze haben, sondern zwei. Ja, so ein bisschen Öhrchen technisch, hat so ein bisschen ähnlich. Man könnte da super ein Gesicht drauf malen oder irgendwie ein Männchen draus basteln. Das ist so das Typ, wie gesagt, das meiner Meinung nach typischste lehrbuchmäßige Blatt, aber sie können eben auch so aussehen. Charakteristisch ist jedenfalls, dass sie oben mehr oder weniger gerade sind und eben nicht zugespitzt, aber dafür dann zwei Zacken links und rechts haben, in der Mitte etwas eingebuchtet, hier nicht sehr deutlich, hier sehr, sehr deutlich. Und sie sind immer, das ist auch charakteristisch, vierzackig. Ja? Wie der Ahorn eben mit seinen, wo haben wir denn? Irgendwo hatten wir ihn doch. Ahorn wird gesucht, bitte warten. Da ist der Ahorn. Wie der Ahorn mit seiner Dreizackigkeit, ne? Plus die beiden rudimentären unteren Zackis hier links und rechts, weil sie natürlich dann fünfzackig sein lässt, aber primär drei plus zwei etwas kleinere, fehlt beim Tulpenbaum, der ansonsten ein ähnlich aufgebautes Blatt hat, einfach die Spitze. Ja? Also nur vierzackig, wer sich das so eben entsprechend merken möchte. Leider kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen, woran man die Knospe erkennt. Knospenbestimmung können wir dazu nicht machen, selbst wenn es Winterhalbjahr ist. Ich weiß es schlicht nicht. Das sind diese ausländischen Baumarten. Da ist mein Wissen, was die Bestimmung angeht, etwas beschränkt. Die Blätter absolut charakteristisch. Auch die Farbe wahnsinnig charakteristisch für den Herbst. Die werden wirklich super angenehm gelb. Wunderschönes Gelb, leuchtend, wahnsinnig leuchtend, insbesondere in der Sonne, sind das unglaublich hübsche Wälder. Und wenn wir gerade bei den Blättern sind, können wir nochmal zur Blüte zu sprechen kommen. Dazu habe ich noch Bildmaterial, werde ich einblenden an dieser Stelle. Und damit man die mal gesehen hat, die sind erstens auch wieder sehr dekorativ. Und zweitens, und da kann man sich jetzt wieder fragen hinsichtlich Zukunftsbaumart, ja oder nein. Ja, diese Blüte ist schon toll, weil die produziert einen Haufen Nektar und wäre einfach eine tolle Baumart, um zur Bienenweide zu dienen. Man könnte also problemlos in so einem Tulpenbaumwald locker einen Haufen Bienenstöcke aufstellen. Die Nektarproduktion von denen ist gewaltig, verglichen mit anderen Baumarten. Ja? Es gibt durchaus noch Pflanzen, die noch mehr Nektar produzieren, aber unter den Bäumen ist der sehr, sehr ergiebig, der gute Tulpenbaum. Und da ließe sich auf jeden Fall noch Potenzial draus ziehen. Selbstverständlich sind noch viele andere Tierarten, die mehr so generalistisch unterwegs sind, würden sich sehr darüber freuen, wenn hier Tulpenbaum rumsteht, können damit was anfangen. Wäre also für die schwindende Insektenwelt
für den Teil von denen, die mit Nektar und Pollen was anfangen können, wäre das sicherlich ein großartiger Gewinn. Und auch das muss man ja bei der Frage der Zukunft irgendwo mit aufnehmen, weil das Insektensterben ist nun mal auch ein Problem der Zukunft. Vielleicht ist nicht die Baumart schlechthin, wenn es ums Klima geht, der Zukunft. Aber für die Insekten, habe ich jetzt gesagt, ne? So, ja, die Blüte sonst noch zu was gut? Nö, außer dekorativ. Und klar, Tulpenbaumbestände im Wald im Herbst für Erholungswälder, für stadtnahe Wälder. Mit dieser wunderschönen Herbstfärbung ist das einfach ein Ort, in dem man ja nur glückselig sein kann, fast schon. Also von der Schönheit her, von der Optik solcher Wälder gesehen. So, aber, und jetzt kommen wir zum Knackpunkt. Was hat denn der für Standortansprüche? Jo, und da muss man leider sagen, wie bei den anderen auch, gute Standorte, mäßig frisch bis frisch, bedeutet ordentliche Wasserversorgung, gerne kühl, gerne schattig. Ne? Und bei Dürresommern wie 18 und 19 sind kühle und schattige Hänge eigentlich für jeden Baum ideal. Das heißt, das hier ist keiner, den man dahin pflanzen kann, wo die heimischen Baumarten nicht mehr gehen. Das ist lediglich einer, den man ergänzend zu den heimischen Baumarten dahin pflanzen kann, wo die heimischen Baumarten auch weiterhin gehen werden. Das heißt, da ist ein Riesenkonkurrenzkampf des Platzangebotes für eben die Rhododendron oder unsere heimischen Baumarten, zum Beispiel auch den Bergahorn oder sowas. Ne? Die haben ähnliche Standortansprüche. Der Bergahorn geht natürlich noch ein bisschen weiter den Berg hoch, das heißt nicht ganz umsonst so. Aber wenn es um eher tiefere Gebiete geht, wir sind hier auf, ich glaube, 400 Metern ungefähr. Na, noch nicht ganz, der Gipfel ist noch ein Stückchen weiter weg, sagen wir 370, irgendwie sowas. Da hinten, der Gipfel da. und das bedeutet, kühl genug auf jeden Fall für den Tulpenbaum. Ja, der Standort ist ja nicht von irgendwem, der keine Ahnung hatte, zufällig gewählt worden, sondern schon entsprechend intelligent ausgewählt, natürlich. Und das ist hier schon ideal. Aber nochmal, hier kann man auch eine Tanne hinpflanzen. Ja, hier kann man im Grunde alle möglichen einheimischen Alternativen hinpflanzen. Deswegen, das macht es so schwierig, mit dem Tulpenbaum zu arbeiten, weil es einfach keine neuen Standorte gibt, wo der jetzt eine neue Alternative wäre, die besser ist als das vorhandene. Und jetzt müssen wir nochmal zum Faktor Wachstum kommen. Wenn er doch so ein tolles Holz hat, ist er dann denn vielleicht eventuell viel wirtschaftlicher als heimische Baumarten? Kann man denn dann vielleicht Tulpenbaumbestände nutzen, um auf den anderen Beständen, weil der so super schnell wächst, Urwald stehen zu lassen, ja, mit heimischen Baumarten? Geht das? Nee, geht nicht, weil der hat so Zuwächse, die Zahlen nicht gefunden habe, sind so irgendwo zwischen 10 und 6, so im Durchschnitt ungefähr 8 Festmeter pro Hektar und Jahr. Und das ist okay, ja, das ist auf dem Niveau von Roteiche ungefähr, das ist auf dem Niveau von Buche, ja. Buche ist teilweise jetzt inzwischen sogar noch ein bisschen schneller geworden, das ist auf dem Niveau von einem schlechteren Bergahorn, so irgendwo um den Dreh, ja. Aber das ist nicht mal im Ansatz Fichte, beispielsweise. Ja? Und für die, ich will ja nicht sagen, dass wir jetzt die Baumart, die die Fichte großflächig ersetzen kann, suchen. Das nicht. Aber wir müssen schon uns unter anderem genau eben das darum kümmern, wie ersetzen wir unseren bisherigen Hauptholzlieferanten Fichte. Also mit Tulpenbaum sicherlich nicht, hinsichtlich der Masseleistung schlicht und ergreifend. Ja? Immer das im Hinterkopf behalten. Es ist natürlich schön für die Ökologie, wenn wir die Bienen satt bekommen. Und selbstverständlich kann man ihn ergänzend hier und da auch mal anpflanzen. Er ist auch ein hervorragender Mischbaum. Man kann ihn prima in verschiedene andere Bestände, wie wir hier gerade sehen, integrieren. Und dagegen ist auch überhaupt nichts einzuwenden. Wirklich gar nicht. Abgesehen davon, dass er halt ein Fremdländer ist, ja. Und wir nicht wissen, ob das nicht vielleicht doch nochmal irgendwelche Konsequenzen haben könnte, die wir nicht absehen können und dass mit ihm vielleicht noch irgendein Schädling und so weiter und so fort kommt. Das Einbringen von Fremdländern ist immer auch zu einem gewissen Teil ein kleines Risiko. Aber
kurz kleinräumig, ja, und hier und da mal ein bisschen zum Ausprobieren. Das meine ich. Damit dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden und das halte ich auf jeden Fall für eine gute Sache. Aber als klimastabile Alternativbaumart, die wir nutzen können, wenn uns die Einheimischen verrecken, dann ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Und deswegen ist es für mich auch schwierig nachzuvollziehen, weshalb der Tulpenbaum in der Liste der möglichen Zukunftsbaumarten aufgeführt wird. Verstehe ich noch nicht ganz, ne? Gut, was man natürlich auch noch sagen muss, das haben wir noch nicht angesprochen, Schädlingsresistenz enorm. Ja, kein tulpenbaumspezifischer Schädling ist bisher bei uns angekommen. Es ist immer so ein Problem mit dieser Schädlingstoleranz von fremdländischen Baumarten. Ja, die ist erstmal vorhanden. Ja? Und wir erkaufen uns quasi Zeit, in der wir Wälder haben, die super wachsen werden, hinsichtlich der Schädlingsfrage, dadurch, dass wir jetzt die dann reinsetzen. Wir können auch andere heimische Baumarten damit entlasten, wenn wir Tulpenbäume nebendran setzen, weil die versuchen dann, die Schädlinge auch am Tulpenbaum zu fressen, stellen dann ganz schnell fest, scheiße, das funktioniert hier irgendwie nicht, lass wieder zurückgehen zum anderen und vielleicht schaffen sie den Weg dann gar nicht mehr, ist nämlich weit. Und so ein, zum Beispiel so ein Borkenkäfer, der Fichtenborkenkäfer, der hat jetzt mit dem Tulpenbaum nichts zu tun, aber das ist die eine Art, die halt so prominent ist, der hat eine Reichweite von ca. 350 Metern, die da rumfliegen kann. Und dann ist vorbei. Deswegen, viele andere Käfer kommen auch nicht viel weiter an insgesamt Flugstreckendistanz. Gerade so laubmampfende Waldkäfer und solche Späße. Ja, gerade die kleinen Wiesen. Deswegen spielt das schon eine Rolle, ob da zwischendrin noch so ein paar Baumarten, die sozusagen einfach den Käferdruck abpuffern, drin sind, denen der Käfer nichts ausmacht. Und das sind alles so Überlegungen. Da ist er wirklich toll. Also generell in der Insektenwelt können wir ihn sicherlich als Zukunftsbaum ansehen. Als Schutz der anderen Bäume und als Nektarspender für nützliche Insekten. Ne? Aber nochmal, klimastabil? Nicht besonders. Wirklich nicht besonders. Auf keinen Fall klimastabiler als unsere einheimischen Arten. Die haben ja außerdem noch den Vorteil, dass sie hier schon länger stehen und das länger gewohnt sind. Und deswegen, da sehe ich es nicht, das Potenzial. Ja? Also, mein persönliches Fazit, meine Meinung, gibt noch zu wenig Forschungsergebnisse, als dass man jetzt wirklich mehr als eine Meinung ausdrücken könnte. Man kann nicht sagen, Fakt, das und das und das, sondern es ist wirklich noch ein bisschen spekulativ, muss ich auch ehrlich dazu sagen. Als kleine Ergänzung in Beständen wie diesen ist er toll, absolut. Ja? Als stadtnaher Erholungsbaum, stadtnahen Erholungswald, ergänzend, toll. Als Bienenbaum, irgendwo da, wo es ohnehin schon anderweitig viele Optionen für Bienen gibt, um den Bienen noch mehr Futter anzubieten. Auch nochmal sicherlich eine Überlegung wert. Und generell ergänzend in einen eh schon artenreichen Mischbestand zusätzlich noch ein paar Tulpenbäume reinstellen. Zum Testen. Erstmal zum Testen und vorsichtig. Ja? Muss man immer wichtig, vorsichtig bei Fremdländern. Aber auf jeden Fall. Ne? Warum nicht? Tut nicht weh und könnte nochmal für irgendwas gut sein. Invasivität ist nicht zu befürchten derzeit. Überhaupt nicht. Dafür ist er zu lichtbedürftig. Wenn man den Wald schön schattig lässt, breitet der sich nicht aus. Das ist eine ähnliche Situation wie bei der Douglasie. Zu der müssen wir übrigens auch noch kommen. Aber die habe ich mir aufgehoben, wenn mir gerade mal nichts Besseres einfällt. Und ja, ne? Also, ich denke, die halbe Stunde ist gleich voll. Und der Tulpenbaum ist damit hoffentlich auch umfassend behandelt. Stämme von dem Ding. Wahrscheinlich, vielleicht der. Ganz ehrlich, ich tue mich schwer. Ich tue mich wirklich schwer. Ich zeige euch gleich noch einen beim Rausgehen. Bei jungen Exemplaren ist es einfacher, weil die dann eher eine buchenartige Periderm-Baumborke haben. Aber ja, wir gucken uns noch einen an. Ich habe noch gefühlte 45 Sekunden, dann hört die Kamera auf zu filmen. Schnell. Nee, das ist ein Ahorn. Ja, scheiße, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Na gut, muss doch einen Schnitt machen. Ja, jetzt ja. Also, der da. Das ist ein Tulpenbaum. Hä? Wie alt wird der sein? Naja, der hat ein sehr rasches Jugendwachstum und wächst danach nur noch sehr langsam. Deswegen würde ich vermuten, 30 Jahre ja, im Bestand, vielleicht 40. Aber ab jetzt, beziehungsweise auch schon seit 10 Jahren, wird der massiv langsamer, Digga. Ja? Also er ist schnell da und dann ganz geringes Dickenwachstum. Ha?
Zumindest kann ich das bei dem einen, der bei mir im Garten steht, beobachten. Der ist allerdings auch ein Solitär und kein Bestandesbaum wie dieses Exemplar hier. Wobei er recht nah an der Vorstraße steht und damit so halbes Solitärklima hat. Das heißt, meine Zahlen sind hoffentlich korrekt. Ne? So, für alles Weitere müsste man den zuständigen Förster fragen. Die Option hätte ich zwar auch, aber muss ja auch nicht unbedingt sein. Ne? So, also, mach jetzt gut und dann geht's irgendwann wieder weiter mit den weiteren Zukunftsbäumen. Manche muss ich echt noch suchen. Hier war schon auch nicht so einfach herzukommen. Aber früher oder später habe ich sie alle durch. Ja? Tschüss.